2023, unser Jahr startet richtig gut und zwar mit einem super Fischsalat. Herzlich willkommen in Evis glutenfreier Küche. Heute machen wir uns gemeinsam einen ganz tollen Fischsalat. Und zwar habe ich hergerichtet ein paar Heringe, die sind schon eingelegt gewesen, also die sind butterzart. Einer super Bio-Gurke. Zwei Eier brauchen wir, eine Zitrone, einen Agavendicksaft, Bertram und Galant. Wenn ihr schon länger dabei seid, wisst ihr schon über diese Gewürze Bescheid. Ein bisschen Salz, dann habe ich hier ein veganes Joghurt. Ja, und mehr braucht es nicht. Los geht's. Wir werden mal uns der Gurke widmen. Die Gurke wird verwendet mit der Schale, deshalb bitte eine Bio-Gurke verwenden und da brauchen wir ungefähr die Hälfte für dieses Gericht. Das schneiden wir jetzt in kleine Würfel, das ist praktisch dann, dass man was zum Beißen hat. Dann schneiden wir die da nochmal so durch und hier auch, dass wir ungefähr gleich große Würfel zusammenbringen. Dann lassen wir das gleich oben, dann schneiden wir da ab und dann säbeln wir uns das da runter. So, und ihr seht, wie schnell das gegangen ist und wie tolle Würfel wir da herausbekommen haben. Die können wir schon gleich in unsere Schüssel geben. Und jetzt machen wir mit der zweiten Hälfte das genauso. Also, wie gesagt, Streifen längs und einmal quer. So. Und wieder hinein in unsere Schüssel. Während ich das jetzt da hinein tue in meine Schüssel, habt ihr die Möglichkeit, unten diesen Kanal zu abonnieren. Der rote Abo-Button, der wäre es einfach schnell draufdrücken. Dankeschön. Dann geht es gleich weiter mit den Eiern. Die werden wir nur grob zerteilen. Einmal vierteln und dann auch so schöne Stücke machen. Hinein in unsere Salatschüssel. Jetzt geht es weiter mit unserem Fisch. Machen wir mal unsere Arbeitsfläche mal da sauber. So, und ihr seht diese wunderbaren Filets. Da ist sogar noch die Rückenflosse dabei. Also ich persönlich mag das ja nicht mitessen. Man kann das mitessen, das ist jetzt nicht das Problem, aber ich schneide die weg, weil für mich ist das kein Genuss. Da setzen wir einfach an mit dem Messer und lösen die ab. Es geht ganz fix. So. Und dann schneiden wir den auch klein. Einmal in der Mitte auseinander. Und dann mundgerechte Stücke. Also ich liebe ja Fisch. Ich hoffe, ihr auch. Spätestens, wenn ihr das Rezept ausprobiert habt, dann wird es sagen, okay, jetzt auch Fisch. Das nächste Stück Schwanzflosse anheben und vorne einfach wegschneiden. Jetzt haben wir das letzte Stück. Auch da wieder legen wir uns das Filet her. Von vorne ziehen wir uns das ab. Wer meinen Kanal schon abonniert hat, der wird wissen, ich bin ja ein Freund immer von speziellen Dressings und auch hier zu diesem Salat gibt es wieder was ganz Spezielles.
dazu kommen wir jetzt gleich. Was haben wir da? Hier haben wir, wie gesagt, das vegane Joghurt. Ihr könnt auch ein ganz normales Joghurt nehmen. Ich habe hier einen Kokosjoghurt. Das ist ganz erstaunlich. Der schmeckt jetzt wirklich nicht nach Kokos. Gell? Also es schmeckt für mich eigentlich am besten von den veganen Joghurts. Da geben wir jetzt unser Bertram und Galant hinein. Das haltet uns schön gesund. Dann habe ich hier noch Agavendicksaft, der kommt noch hinein für ein bisschen Süße in dem Ganzen. Salz darf natürlich nicht fehlen. Zu viel Salz nicht, weil der Fisch ist ja schon gewürzt. Und dann braucht es da ein bisschen Säure. Fisch und Säure, ihr kennt das, das passt einfach hervorragend zusammen. Da werden wir jetzt noch den Saft einer Bio-Zitrone hineintun. Das können wir da auch gleich drüber schütten. Und jetzt brauchen wir das Ganze nur noch verrühren. Sehr schön, die Gewürze auch untergehoben sind. Oh, herrlich. Das Gericht oder dieser Salat eignet sich hervorragend als Meal Prep. Den könnt ihr gerne am Abend schon zuvor vorbereiten und vielleicht dann für die Arbeit mitnehmen. So. Und jetzt werden wir das Ganze da hineingeben. Richtig schön soßig wird. Es soll ja was werden mit unserer Bikini-Figur dieses Jahr, oder? Und jetzt werden wir das Ganze gut durchmischen. Boah. Am besten ist, ihr lasst es mindestens noch eine halbe Stunde im Kühlschrank durchziehen, dann hat es den perfekten Geschmack. Natürlich kann man jetzt schon einmal probieren. Ich werde jetzt noch zwei schöne Gläschen anrichten. Schaut's mal. Ein Traum. Der Salat eignet sich auch als Party-Snack zum Beispiel, weil er eben gut vorbereitbar ist. Und vor allem für die Figur ein Wahnsinn. Ich werde euch die Kalorienangaben dann unten in der Infobox dazu schreiben und auch natürlich die guten Inhaltsstoffe der Produkte. So, die hole ich mir schon her zu mir. Ich werde jetzt gleich loslöffeln, weil mir schmeckt der Salat hervorragend. Und wie gesagt, das ist einmal so ein richtiger guter Start in das neue Jahr. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder. Ich freue mich. Bis bald. Tschüss.